euch agile Retrospektiven vorstellen zu dürfen. Ich bin Andrea Bode, ich bin die fachliche Projektleitung im Projekt Agile Methoden in digitalen Lehrveranstaltungen an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und wir begleiten Lehrende bei der Implementierung von agilen Methoden in Lehrveranstaltungen. Und einer dieser Lernenden ist Dennis. Genau, moin moin auch von meiner Seite. Dennis Reuer, auch Dozent an der Ostfalia, dort für das Lehrfeld Digitalisierung und E-Business sozusagen unterwegs und ja seit, wow, auch schon fast 3 Jahren im Kontext von unserem Projekt halt. Genau. Genau. Wir haben mal ein paar Fragen mitgebracht, einfach mal, um zu wissen, wo wir starten. Und zwar die erste Frage, hast du schon einmal agile Elemente oder Methoden in oder nein? Ah, die Stimmen kommen rein, also die Moderationswerkzeuge funktionieren schon mal, das ist schön. Auch nochmal für die Dazugekommenen die Frage, also hast du oder haben Sie schon mal agile Elemente, also irgendwelche Sachen aus dem größeren Kontext der Agilität in einer Lehrveranstaltung genutzt, ja oder nein? Okay, gehen wir mal 30 Sekunden. Ja, so ungefähr 50-50. Ich stoppe mal die Abstimmung hier an der Stelle. Und zwar ist es die Stelle 8 zu 6. Also 8 haben es bisher noch nicht genutzt. Wissen wir ja ungefähr, wo wir da starten. Und 6 haben das bereits schon mal genutzt. Also schon mal sehr gut. Und dann mal vielleicht auch allgemein jetzt ein bisschen weitergefasst. Hast du schon mal eine Retrospektive genutzt? Oder vielleicht sogar schon mal Teil einer Retrospektive gewesen? Ja oder nein? Weil nicht nur im Hochschulkontext, sondern Retrospektiven finden ja in ganz vielen Bereichen statt. Also schon mal gewesen? Ja oder nein? Also hier ein auch sehr ähnliches Bild. Bisher 10 zu 7, also ungefähr ja, 11 zu 8. Leute, ihr macht spannend. Wunderbar, 3, 2, 1, letzte Stimmabgabe und genau, 11 bisher nein und 8 haben schon mal in irgendeiner Form eine Retrospektive beigewohnt. Von daher fangen wir doch mal an. Warum? Andrea. Genau, wir würden euch jetzt ganz kurz mal vorstellen, Dennis, magst du mal eine Folie weitermachen? Natürlich. Was wir so überhaupt machen, was wir unter Agilität in der Lehre verstehen. Und zwar begleiten wir mit unserem Projekt Lehrende, die agile Methoden oder Rahmenwerke, die man so aus dem Projektmanagement, aus der Softwareentwicklung kennt, in der Lehre nutzen und damit eben Lehre gestalten. Und was dem Ganzen eigentlich immer so eigen ist, dass sie Studierende in Teams selbst organisiert arbeiten lassen. Also sie bilden immer kleinere Studierendenteams und die arbeiten dann mit diesen agilen Rahmenwerken oder Methoden mehr oder minder selbst organisiert. Da hoffen wir einfach drauf, dass das auch so ein bisschen dann diese Autonomie stärkt, dass die Studierenden eben in den Teams auch voneinander lernen und dass das natürlich ganz stark auch die Kollaboration und Kommunikationsfähigkeiten von Studierenden schult. Und ein weiterer Aspekt ist eben, dass wir damit gerne dann auch die Selbstwirksamkeitserwartungen von Studierenden steigern wollen und eben auch hoffen, dass sie ihre Motivation steigert. Einerseits natürlich dadurch, dass sie selbstwirksamer sich fühlen, aber andererseits natürlich auch dass ihre Teamkollegen eben auch bestimmte Druck ausüben, sage ich jetzt mal. Die agilen Methoden folgen so einem immer gleichen Schema eigentlich. Also es geht dabei um empirische Prozesskontrolle. Das heißt quasi, dass wir immer erstmal Transparenz herstellen. Transparenz heißt zum Beispiel werden am Anfang der Lehrveranstaltung die Lernziele klar definiert, die Lerninhalte werden vorgestellt, auch die Methoden werden natürlich vorgestellt, mit denen man das macht. Es werden aber auch beispielsweise für einzelne Arbeitspakete dann Akzeptanzkriterien erstellt, wann so ein Arbeitspaket als abgearbeitet gilt. Und das alles wissen eben dann auch die Studierenden. Und dann wiederum gibt es eben den Prozess Inspect. Also man schaut sich dann während des Lernprozesses immer wieder kontinuierlich an,
und überprüft eben, sind die Lernenden auf dem richtigen Weg, erreichen die ihre Lernziele, haben sie die Arbeitspakete gut abgearbeitet, wie sind sie gerade bei ihrer Zusammenarbeit und wenn da und dann eben das, was man dann dabei feststellt bei dieser Inspektion, kann man dann eben durch die Adaption, also durch die Anpassung von der Lehrveranstaltung von einzelnen Inhalten wiederum anpassen. Und dann geht es quasi den Zirkel wieder weiter. Das Ganze ist eben iterativ gedacht, also dass es durch ständiges Transparenz, Inspektion, Adaption eben zu einer kontinuierlichen Verbesserung kommt. Und das Schöne ist halt, dass diese agilen Methoden dann so ein bisschen als Leitplanken dienen, die eben so einen iterativen Prozess ermöglichen und die Studierenden sich dadurch eben selbst organisieren und flexibler arbeiten können. Genau. Was hat das jetzt mit Retrospektiven zu tun? Wir gucken nochmal auf die nächste Folie. Agile Retrospektiven kommen eigentlich ursprünglich aus dem Scrum. Scrum ist eines der agilen Rahmenwerke. Und im Lehrkontext machen wir das einfach mehrmals im Semester. Das heißt quasi, so ein Semester wird bei Scrum zum Beispiel, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, man kann das auch außerhalb von Scrum natürlich machen, wird in so mehrere Zirkel unterteilt. Die sind dann so, also Sprints nennt man die, die sind so 2 bis 3 Wochen lang. Und innerhalb von so einem Sprint gibt es verschiedene Momente, in denen bestimmte Dinge getan werden. Am Anfang vom Sprint, das seht ihr unten bei dem rosanen Punkt, da wird erstmal geplant, wie soll dieser Sprint ablaufen, was machen wir während des Sprints, welche Arbeitspakete sind abzuarbeiten, wie wollen wir die abarbeiten und was sind so die Akzeptanzkriterien dafür, dass so ein Arbeitspaket abgearbeitet ist. Und dann starten die Studierenden tatsächlich in ihre Teamarbeit und nehmen sich das eigenständig vor und organisieren sich das selbst. Damit die dann nicht 2, 3 Wochen völlig durch die Gegend wuseln und nicht wissen, was sie tun sollen oder vielleicht auch irgendwie ihre Fragen irgendwo stellen können, gibt es Stand-up-Meetings, die finden innerhalb des Sprints ungefähr, also in Industrie-Scrum einmal täglich, bei uns eher so einmal in der Woche statt, bei dem sich die Studierenden entweder allein im Team treffen oder aber auch eben im Plenum treffen und miteinander absprechen, was denn sie, wo sie gerade stehen, sich anschauen, was sie jetzt als nächstes planen und somit eben so eine regelmäßige Absprache da ist und der Lehrende oder die Lehrende eben auch nochmal gucken kann, wo die gerade stehen. Und am Ende dieser Arbeitsphase gibt es dann so ein sogenanntes Review und eine sogenannte Retro. Das Review ist quasi, da wird besprochen, was haben wir in diesem Arbeitszyklus erreicht, was haben wir vielleicht auch nicht geschafft, müssen weiter mitnehmen. Und da geht es also um die Inhalte, um das Was. Und bei der Retrospektive geht es um das Wie. Also wie haben wir zusammengearbeitet, was müssen wir in unserer Zusammenarbeit vielleicht verbessern, was lief gut, was lief nicht so gut, wie wollen wir das anpassen. Die Idee dahinter ist, dass die Studierenden dabei eben ihren Lernprozess im Team reflektieren, also wieder dieses Inspekt machen und dann Maßnahmen vereinbaren, sowohl für das Was wollen wir im nächsten Sprint machen, als auch für das Wie wollen wir das machen. Und sie können dabei natürlich auch so ein bisschen selber gucken, wo sie gerade stehen. Und die Lehrenden erhalten eben durch diese Stand-ups, aber eben auch durch diese Reviews und Retros so regelmäßig Transparenz darüber, wo die Studierenden stehen und können dann auch für den nächsten Sprint ihre Lehre anpassen oder eben dann auch nochmal eingreifen, moderieren oder eben nochmal irgendwelche Zusatzinfos geben. Genau. Diese Retrospektive, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen und wie das abläuft, werde ich euch jetzt ganz kurz theoretisch vorstellen und dann wird Dennis euch das mal erklären, wie er das so macht in seiner Lehrveranstaltung. Magst du nochmal? Genau, dankeschön. Genau, also so eine Retrospektive hat mehr oder minder immer 5 Phasen. Die erste Phase nennt sich Set the Stage. Da geht es einfach darum, dass das Team auf die Retrospektive eingestimmt wird. Das ist so ein kleiner Check-in, so, wo man erstmal guckt, geht es allen gut, kommen alle gut an und können sich jetzt auch auf das Thema konzentrieren, dass man gemeinsam reflektiert. In der zweiten Phase, die Gather Data heißt, geht es darum, dass man dann mit einer Retrospektivmethode, da werdet ihr gleich auch noch ein paar sehen, die Dennis mitgebracht hat, eben Informationen über den bisherigen Teamarbeitsprozess sammelt und dann auch überlegt, welche von diesen Informationen sind jetzt besonders wichtig, welche treten vielleicht auch, also welche Meinungen, welche Sachen treten häufiger bei verschiedenen Teammitgliedern auf und dann eben das auch priorisiert und sagt, okay, das und das sind wohl die wichtigsten Punkte, die wir gerade irgendwie gerne angehen würden, um dann eben in der dritten Phase, Generate Insights, arbeitet man das nochmal so ein bisschen raus und sagt, okay, das scheinen jetzt wirklich so die Sachen zu sein, da sollten wir uns drum kümmern.
Und dann überlegt man sich eben ein, zwei, vielleicht auch drei Sachen, die man für den nächsten Sprint ändern möchte. Das macht man in der vierten Phase. Da entscheidet man dann, entwickelt eine Lösungsidee und entscheidet eben, okay, wir einigen uns jetzt auf diese Sachen und das wollen wir jetzt neu für unseren Arbeitsprozess ausprobieren. Die fünfte Phase ist dann Close the Retrospective. Das heißt einfach nur, die Retrospektive wird nochmal abgeschlossen. Die moderierende Person dankt nochmal allen, dass sie dabei waren. Und genau, schätzt das auch nochmal wert, dass jeder oder jede ihre Perspektive eingebracht hat, was ganz wichtig ist, weil man eben da ja auch reflektiert und sich gegenseitig Feedback gibt. Und da möchte man natürlich auch gerne wertschätzend zusammenarbeiten. Und wie das in der Praxis aussieht, das wird euch Dennis jetzt erzählen. Ja, vielen Dank, Andrea. Wie machen wir das am Anfang? Also erstmal set the stage. Das ist ein Fallbeispiel aus einer Veranstaltung, die ich mache, die heißt Management der digitalen Transformation. Das ist eine Veranstaltung, da bietet sich das sehr stark an, weil die im Projektcharakter stattfindet. Das heißt, über mehrere Sessions hinweg entwickeln die Studierenden, hier mal exemplarisch ein paar aus dem letzten Semester, entwickeln sich sozusagen iterativ Projektideen oder Produktideen, die sie dort dann weiter dran arbeiten. Und natürlich, da ist ein agiles Vorgehensmodell drin ist. Wir nutzen da beispielsweise den Ansatz von Design Thinking, aber auch sehr viele Scrum-Elemente, spielen Retrospektiven auf mehreren Ebenen eine relativ große Rolle. Und zwar, wie ist das, was muss ich vorstellen? Erstmal wichtig, was in den Retrospektiven passiert, unterliegt den Vegas-Regeln, nämlich was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas. Das heißt natürlich, das Thema Sicherheit spielt eine Rolle, weil Retrospektiven natürlich einen gewissen Boden brauchen. Das heißt, die Leute reden über das, wie Dinge passiert sind. Das heißt, man muss auch da immer darauf achten, dass natürlich nicht über andere geredet wird und so weiter, sondern immer auch bei der Sache geblieben wird. Und dass halt Dinge, die in der Retrospektive passiert sind, halt nicht dauerhaft sozusagen das Projekt oder irgendwie belasten oder sonst irgendwas, sondern wirklich da die Dinge auch einmal zentral geklärt werden. Also das ist auch immer so eine Sache, die ich mache. Das sage ich den Studierenden eigentlich auch immer wieder, Leute, das, was hier besprochen wird, bleibt auch hier. Das ist also tatsächlich ein wichtiges Element dabei. So, wie mache ich das in meinen Veranstaltungen? Das ist mal so ein typischer Veranstaltungsablauf. Und das besteht bei mir so aus zwei größeren Phasen, Ideation und Implementation. Zwei zentrale Workshops, wo die Arbeitsergebnisse dargestellt werden. Und gleich auch mal zu den Methoden, die ich. Das fängt immer an mit einem Team-Alignment. Das heißt, eigentlich so in diesen Workshops, die da laufen, geht es darum, wenn die Gruppen zusammengestellt werden, überhaupt erstmal so einen Boden zu schaffen. Was wollen die eigentlich hinkriegen? Was ist deren Ziel? Wo soll es eigentlich langfristig mit dem gesamten Projekt hingehen? So, und das ist tatsächlich eine nicht ganz uneinfache Aufgabe, weil für viele ist das eine komplett neue Thematik. Das heißt, überhaupt erstmal auszuhandeln, was sind eigentlich die Ziele der Gruppe. Auf der Basis nämlich erst kann man irgendwie feststellen, okay, eine Vereinbarung treffen, weil Retrospektiven haben ganz viel auch mit dem Thema zu tun, wie vereinbaren wir bestimmte Regeln für die Gruppe. Was sind unsere Definitionen, die wir setzen für etwas ist erledigt oder etwas ist nicht erledigt oder wie ist unser Zusammenarbeitsgefüge? Das heißt, es braucht immer irgendwie so eine Art Dreh- und Angelpunkt. Dafür findet dieses Team-Alignment statt. Wie das gleich funktioniert, gleich in den nächsten Folien. Ein weiterer Teil dieses Designs ist so, dass diese Retrospektiven auf mehreren Ebenen stattfinden. Ich mache immer das so, dass ich halt nach den Workshops, insbesondere nach den Arbeitsphasen, die ja gelaufen sind, immer die Gruppen, sogenannte Gruppenretrospektiven machen lassen. Es gibt in jeder Gruppe eine Art Team-Captain, also jemand oder ein Team-Steward, jemand, der sich halt um das Team eigentlich kümmern soll. Also sprich, für die Belange ein Ansprechpartner, den ich auch habe, wenn es um Dinge des Verteilens geht und so, die aber dafür sorgt, Team-Retros ablaufen. Das sind meistens vordefinierte Formate, sehr einfache Formate, die die Studierenden halt ohne große Anleitung machen können. Das machen die vorher. Das bringt nicht immer die Chance danach. Ich benutze dafür so ein Online-System, Miro, oder es eignet sich jede andere Form von Whiteboard dort auch aus. Gibt mir die Möglichkeit eben als Coach, als Dozent eben dort reinzuschauen und auch mal schon mal zu identifizieren, ob denn irgendwelche Herausforderungen vielleicht bei den Teams existieren. Das ist nämlich auch so ein Teil der Retrospektiven, das sehr hilft. Gibt es vielleicht Herausforderungen in der Art und Weise, wie die Gruppen zusammen agieren oder auch nicht?
Und es gibt mir immer einen extrem guten Überblick darüber, inwiefern ich jetzt vielleicht auch nachsteuern muss. Also, erster Teil Team-Retros. Zweiter Teil sind die Gruppen-Retros. Das sind dann eben von mir moderierte Formate, wo die Studierenden auf spezifische Erkenntnisse eingehen sollen. Das ist sehr stark reflexiv eben in die aus der Arbeit heraus eben sagen, ja, was ist denn vielleicht als neue Erkenntnis rausgekommen? Wo die nachgesteuert werden müssen? Wo gibt es vielleicht aber auch irgendwelche Dinge, die ich eben an meiner Veranstaltung verändern muss, weil bestimmte Dinge nicht klar sind? Also auch so eine Hilfe, meine blinden Flecke, und die hat, glaube ich, jeder von uns, der in der Lehre unterwegs ist, meine blinden Flecke auch in irgendeiner Form zu heilen. Das heißt, diese Gruppenretro mache ich zusammen, schaue sie mir später an und kann dann eben gerade dann individuell Dinge einfach anpassen. Was man nämlich nach jeder Arbeitsphase passiert, ist, dass ich mit den Gruppen nochmal in sozusagen ein Gruppencoaching reingehe. Das ist einerseits natürlich stark inhaltlich geprägt, also meistens Feedback zu den Präsentationen und so weiter, aber auch eben zum Nachschärfen und Nachfragen, hey, gibt es ein Problem? Ich habe in eurer Retro gesehen, es gibt hier und da vielleicht Herausforderungen, wollen wir darüber mal reden? Und so weiter. Weil vielfach ist es so, dass in solchen Gruppenkontexten die Studierenden in sehr selten einer auf euch zukommen, freiwillig, sondern vielleicht hier und da man einfach sie auch darauf mal ansprechen kann, was ist denn da los an der Stelle. Das Ganze wiederholt sich natürlich immer wieder. Also diese Formate, es gibt wie gesagt zig Retro-Formate, die man dann nutzen kann. Es gibt so ein paar, das ich gleich zeigen werde. Aber das kann man immer wieder sozusagen nutzen, dafür nutzen, um zu schauen, wo steht denn gerade die Gruppe? Wo ist denn vielleicht gerade, sind die denn auf Kurs? Sind die denn in der Lage, ihr Lernziel habe, aber auch halt sozusagen begleite als aus meiner Coaching-Rolle heraus, schaffen die es überhaupt zu erreichen. Und da helfen mir, wie gesagt, diese Retros extrem stark, auch insbesondere in dieser Verschränkung mit gruppenweise und das gesamte, also in teamweise mal, sind für die einzelnen kleinen Gruppen, bis hin aber für den kompletten Kurs. Eben gerade in der Form auch eben zu schauen, läuft es auf das Herausforderung vielleicht im Kurs, gibt es die ich eben anpassen muss auf der Kursebene oder eben bei den einzelnen Teams. Also sozusagen diese Verschränkung da drin. Das Schöne dabei ist, wenn man die da im Nachgang auswertet, ich denke mal, jeder kennt die gute alte Evaluation, die man am Ende des Semesters macht. Das ist natürlich immer ein großer Fund der Glückseligkeit, je nachdem, was da drin steht. Aber ich finde immer, die gibt so wenig Kontext. Das heißt, ich nutze auch immer noch mal diese letzte Gruppenretro, die ich da mache, dafür, um mir mit den Studierenden auch noch mal zu überlegen, was könnte man denn an der Veranstaltung verbessern. Das ist sozusagen meine erweiterte Evaluation, um damit eben in einem nächsten Semester gegebenenfalls Anpassungen machen zu können oder vielleicht auch neue Ideen, eine Veranstaltung eben gerade dort auch noch verbessern können. Also wie gesagt, starke Verzahnung innerhalb dieses kompletten Konstrukts. Wie sieht das jetzt so aus? Mal ein Beispiel hier, das sind ja so verschiedene Beispiele aus verschiedenen Gruppen. Das ist hier ein Canvas, das ich benutze. Das ist, glaube ich, in Miro dabei. Da gibt es aber zig verschiedene Vorlagen. Das ist im Projektmanagement ein verhältnismäßig gängiges Instrument, wo man eben gerade über die Objectives, also wo wollen wir eigentlich hin, was wollen wir eigentlich zusammen erreichen, die Commitments, die genutzten Ressourcen und die Risiken eben gerade eingehen kann an der Stelle. Das ist jetzt hier eine Gruppe, da musste ich tatsächlich ein bisschen etwas umfänglicher ins Coaching reingehen. Aber sozusagen diese Commitments erstmal überhaupt mal einzuholen, hilft den Gruppen eben gerade, um erstmal überhaupt zu wissen, wo wollen wir denn hin? Weil es ist halt einfach so, muss man dazu sagen, in der Konstellation ist es halt besonders. Ich stelle die Teams innerhalb dieses Kurses selber zusammen. Das heißt, ich mache das nicht so, dass die Gruppen sich schon vorher gefunden haben, sondern sie werden anhand von bestimmten Kriterien von mir eben einfach zusammengestellt. Das ist auch nicht immer jedem recht, aber es ist eben Teil der ganzen Veranstaltung. Man kann sich später seine Kollegen in den seltensten Fällen, die wenigsten haben das Privileg dazu. Also von daher hilft das schon mal als Instrument, um überhaupt erstmal dieses übergreifende Set the Stage zu machen. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich hier unsere Idee als Gruppe? Was müssen wir eigentlich schaffen?
Bei den Team-Retrospektiven ist eine andere Retro, das ist jetzt wirklich die erste, die ich mit denen gemacht habe, das ist die sogenannte Sailboat, Segelschiff oder gibt es verschiedene Namen für Retrospektive, die ist eigentlich relativ einfach aufgezogen und zwar, was treibt uns voran, was hält uns zurück, die ist ab und zu nochmal erweitert, was liegt denn vor uns, das ist so eine, das, es gibt die in verschiedenen Formaten. Was das aber schon mal hilft an der Stelle, was uns vorantreibt, mal zu schauen, was ist denn gut, was läuft denn? Was sind denn Retrospektivformate, die wir jetzt schon nutzen können, also aus der Retrospektiv-Themen, die gut bei uns funktionieren? Dinge, die wir machen, die wir gut, richtig gut machen können. Aus der Coaching-Sicht ist aber interessant, was hält uns zurück? Und das ist eben so ein Thema, wenn sowas da drin steht wie geringe Absprachen, späte Bearbeitung, Teamgeist fehlt leider, wenig Inspiration, nicht alle halten den Termin ein, um es mal jetzt mal hier exemplarisch auch bei der Gruppe zu nennen, die halt wirklich auch größere Kohäsionsschwierigkeiten hatten aus verschiedenen Gründen, ist das zumindest für mich zumal ein sehr interessanter Einsicht, wenn eben gerade das eben unter der Prämisse bleibt, dass es in, dass alles, was in der Retro passiert, halt eben gerade auch in der Retro bleibt und es halt nur zwischen Team und mir in der Form halt dargestellt ist, mir eben gerade dabei hilft, auch zu gucken, funktioniert das denn im Team? Kann ich denen helfen? In der Frage, in der Form war es eben gerade halt auch nochmal an den Commitments zu arbeiten im Team und das hat dann im zweiten, also ich kann es auflösen, das hat dann in der zweiten Abgabe sehr, sehr gut geklappt. Natürlich immer noch ausbaufähig, aber sehr viel besser als denn, wie gesagt, beim ersten Workshop an der Stelle. Ein größeres Format ist das hier, das sind die sogenannten Classic Four oder das geht auf einen Scrum Master zurück, der mit dem Namen Kirsch, also Classic Four of Kirsch. Was müssen wir uns merken, was gut lief, damit wir es nicht vergessen? Was haben wir gelernt? Was sollten wir nächstes Mal anders machen und was überrascht uns immer noch? Und das ist so ein moderiertes Format, das ich mit den Studis eben gerade zusammen mache. Das eben auch zu schauen, einfach auch wieder diesen Abgleich zu machen zwischen was läuft denn gut, wo ist denn vielleicht noch Luft nach oben und was können wir denn jetzt eigentlich tun, damit wir so in diesen nächsten Phasen von Scrum neben Set the Stage, was ich eher so in dieser Team-Retro mache, eher so hin zu einem und jetzt sammeln wir mal Themen, die konkret auch da existieren. Also was hat sich denn entwickelt aufgrund des ersten Anstoßes aus dem Team-Retros hin zur Gruppen-Retro und jetzt mal konkret zu werden. Um von da aus dann in das nächste reinzugehen, was nehmen wir denn aus dem Termin mit? Natürlich ergeben sich da Action-Items, das ist jetzt hier in den Folien nicht mit dabei, aber wir haben in dem Fall eben spezifische Action-Items halt für die nächste Veranstaltung rausgearbeitet, aber auch am Schluss sozusagen den berühmten Sack auch mal zuzumachen, was nehme ich denn aus dem heutigen Termin mit? Also was ist denn jetzt eigentlich, was ich für mich dort mitnehmen kann an der Stelle? Was eben gerade für mein Dafürhalten extrem hilfreich ist, einerseits für mich, was ist denn jetzt, wo bin ich denn mit meinen eigenen Lernzielen, mit dem, was ich dort eigentlich rüberbringen möchte auf Kurs, beziehungsweise da habe ich ein gutes Gefühl damit, dass die Studierenden auch in die richtige Richtung laufen. Was bleibt jetzt eigentlich übrig, so mal aus dem Fallbeispiel, so ein paar Do's und Don'ts. Einfach Dinge, die man machen sollte und Teil Themen, die ich aus meiner Erfahrung vielleicht einfach auch nicht so gut funktionieren oder man besser nicht machen sollte. Also wichtig ist dabei dieses Thema sichere Atmosphäre schaffen. Das geht also auch wieder zurück auf dieses, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Also es muss eben eine gewisse Sicherheit da sein, dass jemand ausspricht, dass die halt auch so aufgenommen werden, dass sie halt nicht gegen einen verwendet werden. Das ist also eine wichtige Grundbasis dafür, dass agile Prozesse überhaupt laufen können. Also dieses Thema Sicherheit schaffen. Das ist nicht einfach, es bauert ein bisschen an der Stelle, aber eben gerade dieses Thema offene Kommunikation, guten Austausch, vermuten die Leute zu ermutigen, hilft halt enorm. Die Retrospektiven klar zu strukturieren hilft eben auch, also dass er eben auch die Methoden zu lassen. Es gibt da relativ einfache Formate wie Start, Stop, Continue oder Mad, Sad, Glad, also was macht mich wahnsinnig, was macht mich traurig und was macht mich kann. Aber wichtig ist, dass man so ein Format dran hat, benutzt, um eben gerade die Diskussion auch gut strukturieren zu können. Ne? Und einen klaren Zeitplan, das ist auch nochmal wichtig. Wichtig auch an Retrospektiven, es geht um Verbesserung. Wie verbessere ich einen Prozess? Und das ist das, was ich benutzt es in irgendeiner Form, versucht es eben auch zu sehen, dass es eine Verbesserung darstellen soll und eben
alle einzubeziehen. Keiner darf sich wegducken, alle müssen in den Retrospektiven auch mitmachen und Leute, die sich sehr, sehr still zurückhalten, auch durchaus mal aktiv einzubinden und mal konkret zu fragen, kann da extrem bei helfen. Wo es Do's gibt, gibt es auch Don'ts, Dinge, die man nicht macht. Wie gesagt, Kritik sollte außen bleiben. Einzelkritiken an Personen sind manchmal, man hat so eine gewisse Tendenz dazu. Ich denke mal, da kann jeder für sich selber sprechen, aber es hat in Retrospektiven nichts zu suchen. Es geht, wie gesagt, eigentlich darum, eben positiv da reinzuwirken, eben diese Verbesserung im Vordergrund zu stellen, nicht den Blame. Die vereinbarten Maßnahmen am Ende, das ist Thema Kontinuität, also was vereinbart ist, auch bitte durchziehen. Also das, was eben als Maßnahmen vereinbart ist, auch nachhalten und wichtig auch dann immer nochmal in der nächsten Reto auch mal abzugleichen, ist denn das erreicht worden. Aus Moderationssicht immer fein zurückhalten, keine Monologe halten. Das ist etwas fürs Team. Stelle und Retrospektiven die richtige Menge auch. Wie gesagt, für meine Veranstaltung so zwei größere Retrospektivblöcke helfen da. Es ist, wie gesagt, eher bei Industrie-Scrum, wie wir es immer so im Projekt nennen, häufig so, dass man das so im Zwei-Wochen-Takt macht, beziehungsweise am Anfang vor allem bei neuen Teams eben gerade die ersten 6 Iterationen auf jeden Fall verpflichtend. Danach ist es eine Frage, wie oft man es machen müsste. Wie gesagt, bei Vorlesungen oder jetzt, wie gesagt, Veranstaltungs-Workshop-Formaten, so 2 bis 3 Mal im Semester kann das sehr, sehr hilfreich sein.